Bienvenue zu einem neuen Interior-Video. Viele haben mich gefragt oder fragen mich immer wieder, wie ich an die Gestaltung von Räumen herangehe. Und das werde ich euch heute erzählen. Ich werde immer mal Beispiele einfließen lassen von den Räumen, die ich aktuell plane, beziehungsweise die sich in der Vollendung befinden. Ihr werdet bald das Schlafzimmer-Makeover sehen, das sich wirklich unendlich lange hingezogen hat. Das ist auch so ein Punkt, auf den werde ich öfter zu sprechen kommen. Ihr werdet dann verstehen, warum. Und ich plane aktuell unser Fernsehzimmer, unser zweites Wohnzimmer oben. Und das eignet sich auch immer ganz gut, um da Beispiele zu nennen. Der erste Tipp, den ich euch geben kann, oder das erste, was ich mir immer überlege, bevor ich anfange überhaupt mir zu überlegen, wie der Raum aussehen soll, ist, was hat er denn für eine Funktion? Das ist natürlich ganz, ganz, ganz wichtig. Für manche mag das selbstverständlich sein, aber es ist wirklich wichtig, sich von Anfang an darüber Gedanken zu machen, weil man auf diese Funktion hin oder immer im Hinblick auf diese Funktion den Raum natürlich auch gestalten möchte. Das heißt, ist es ein Homeoffice, ist es ein Wohnzimmer, wo die primäre Funktion ist, dass man sich da mit Freunden hinsetzt und redet oder als Familie abends redet, ist es ein Esszimmer oder ein Essbereich mit Tisch, und all diese Sachen sollte man sich überlegen, weil man dann auch ganz genau weiß, was brauche ich denn da für Möbel, wie möchte ich die Atmosphäre da haben, wie ist das Licht, also all die Details sollten immer im Hinblick auf die Funktion des Raumes gestaltet werden. Dann kann man sich anschauen, das hatte ich auch schon mal in dem Video erwähnt, wie du deinen Stil findest, deinen Interior-Stil, kann man sich den Raum mal ganz genau anschauen und gucken, was habe ich denn hier Voraussetzungen, wie sieht der Raum denn aus, beziehungsweise was bringt er mit? Jetzt wieder auf das Beispiel von unserem Fernsehzimmer zurückzukommen. Da gibt es zum Beispiel diese Holzbalken. Das ist der einzige Raum, abgesehen vom Dachboden, der noch eine Baustelle ist. Das ist der einzige Raum, wo die nicht vergipst sind. Also diese dunklen Holzbalken liegen da frei. Und das ist zum Beispiel so ein Detail, mit dem man natürlich arbeiten kann, wo man sich überlegen kann, okay, was passt denn dazu? Was passt eher nicht so dazu? Was kann ich mir besser in einem anderen Raum vorstellen? Was habe ich für einen Boden? Habe ich Holzboden, Teppichboden, Fliesen? Was sind da für Farben in dem Boden? Was für Muster? Hier, wir haben ja wilde Fliesen. Die meisten von euch haben wahrscheinlich nicht so gemusterte Böden wie wir hier, aber ist es ein Altbau, ist es ein Neubau, wie sind die Fenster? All das kann man natürlich sehr, sehr gut mit einbeziehen, um sich zu überlegen, was passt dazu, wie kann ich das unterstreichen, wie möchte ich es vielleicht brechen. Ich rate ja grundsätzlich, wer das andere Video gesehen hat, weiß das, ich rate grundsätzlich davon ab, sehr mit dem zu brechen, was der Raum mit sich bringt, weil es dann einfach komisch wirkt. Also so einen krassen Landhausstil durchsetzen zu wollen in einem Neubau, wirkt wahrscheinlich eher merkwürdig. Also schaut euch den Raum an, was hat er für eine Atmosphäre, was hat er für Features, für Eigenschaften, Eigenheiten, die er mit sich bringt, und wie kann ich damit arbeiten? Dazu gehört dann auch, was möchte ich für eine Atmosphäre kreieren? Das hat dann wieder ein bisschen mit der Funktion zu tun. Also wie möchte ich mich in dem Raum fühlen? Wenn ich ein Homeoffice einrichte, ist es vielleicht ein bisschen anders, als wenn ich ein Wohnzimmer einrichte, weil einfach die Funktion anders ist, weil ich ein anderes Gefühl auch haben möchte, wenn ich in dem Raum bin. Im Büro möchte ich gerne strukturiert arbeiten können, mich konzentrieren können. Das muss vielleicht ein bisschen cleaner sein als jetzt meinetwegen Wohnzimmer, ein bisschen weniger verspielt. Das sind nur Ideen jetzt meinerseits, aber das kann man immer sich überlegen, das überlege ich mir auch. Vor allem, welche Atmosphäre möchte ich hier kreieren? Wie möchte ich mich hier fühlen? Wisst ihr, was ich meine? Und daraufhin, und jetzt kommt der dritte Tipp oder der dritte Step sozusagen, den ich dann in meiner Planung gehe, ich pinteriste the heck out of Pinterest. Also ich pinteriste wirklich viel, weil es mir unglaublich hilft, wenn ich eine vage Idee habe, okay, das ist die Funktion, das sind die Elemente, die ich einbeziehen und betonen möchte, und das ist das Gefühl und der Style, beziehungsweise erstmal das Gefühl, was ich auslösen möchte, und dann überlege ich mir im nächsten Schritt,
was könnte es sein, was dieses Gefühl auslöst? Ich habe mich jetzt in dem Fernsehzimmer zu einem Stil hingepinterestet. Tatsächlich, es gab mehrere Phasen, mehrere Ideen, verschiedene Farbkonzepte und so weiter. Ich bin jetzt dabei gelandet, mich zu orientieren ein bisschen an dem Stil von Amber Interiors. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, weil ich das einfach super schön und super passend auch für den Raum finde. Überhaupt finde ich den Stil sehr, sehr schön, auch für das ganze Haus. Das ist so ein bisschen in die Richtung, in die ich gehen möchte. Aber ich hatte auch vorher die Idee, weil es ist am Ende wirklich ein Fernsehzimmer, ne? Wir haben unser Wohnzimmer für Konversationen und so haben wir hier. Das ist wirklich so ein zweites Wohnzimmer, wo der Fernseher eine zentrale Rolle spielt. Das finde ich grundsätzlich einfach gar nicht so schön, weil ich mag nicht so gerne, so, wenn sich ein Wohnzimmer so auf den Fernseher konzentriert. Beziehungsweise das war mein erster Gedanke, dass man das irgendwie kaschieren muss. Man muss den Fernseher kaschieren. So, und da bin ich auch noch nicht ganz am Ende bei diesen Überlegungen, aber dadurch kam die Idee zustande, dass ich die Fernsehwand, wo dieser gigantische Fernseher ist, eher dunkel gestalte, also so mit einer dunklen Farbe, dass der Fernseher ein bisschen da drin verschwindet. Und dann bin ich über so ein paar Pinterest-Bilder gestolpert mit so einem dunklen Pflaumenton und das fand ich total cool, auch mit so dunklem Holz und das fand ich total schön irgendwie. Hab mittlerweile davon wieder ein bisschen Abstand genommen. Das heißt nicht, dass ich es nicht mehr schön finde, aber ich wollte dann doch ein bisschen neutraler bleiben, beziehungsweise war die Farbe dann irgendwann nach so dem ersten Excitement war die Farbe dann doch nicht mehr so hundertprozentig das, was ich mir für mich persönlich vorstellen konnte. Und so hangelt man sich aber dann von einer Idee zur nächsten Idee. Und ganz wichtig ist wirklich das Gefühl. Ihr müsst ein Bild anschauen, beziehungsweise euch in eurem Kopf ein Stil und ein Konzept zusammensetzen. Ihr könnt das auch mit Moodboards machen oder mit Pinterestboards und so weiter. Das muss sich für euch stimmig anfühlen. Das ist das Allerwichtigste. Und das ist auch das, was unglaublich viel Zeit kosten kann. Nicht muss, kann. Ihr wisst es ja, Einrichtung oder ihr vielleicht auch nicht, wenn ihr euch neu damit beschäftigt, aber Einrichtung entwickelt sich konstant weiter. Es ist so ein konstantes Suchen nach dem, wie es dann am Ende sein soll. Und es ist nicht negativ gemeint. Also es ist ganz normal und es ist nicht schlimm. Und manchmal ist man dann halt da angekommen, dann passt es so. Aber der Weg dahin kann auch mal ein bisschen länger dauern. Und ich sage es euch ganz ehrlich, bei mir dauert so die Planung von so einem Raum wirklich lange. Wirklich lange. Von der ersten, also von allen diesen Steps, die ich euch jetzt sage, die ich so durchlaufe, es ist wirklich eine lange Zeit und das ist eigentlich auch gut, weil so hat das Konzept Zeit zu wachsen. Und das muss es auch, weil ich finde, dass man, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, den Unterschied sieht zwischen Einrichtungen, die über eine längere Zeit gewachsen sind und gereift sind und dadurch auch ausgereift sind, im Vergleich zu Reißbrett-Entwürfen, die auch absolut schön sein können, aber die können, nicht müssen, können manchmal so ein bisschen was Katalogiges haben, wo das gewisse, ihr wisst, das gewisse etwas einfach fehlt. Kann, nicht muss. Aber das ist so meine Erfahrung. Nochmal zum Thema Pinterest, weil das bei meiner Gestaltung wirklich eine große Rolle spielt. Ihr könnt euch auch woanders, also ich konsumiere verschiedene Inspirationsquellen. Ich lese auch wirklich viele Wohnzeitschriften digital und analog. Es inspiriert mich auch sehr. Ich mache dann direkt immer Fotos von den Zeitschriftenseiten, wenn es wirklich haptische Zeitschriften sind aus Papier, damit ich das nicht wieder verliere und ordne das dann in so ein Trello-Board ein. Ist vielleicht auch ganz interessant als Hintergrund, wie ich meine ganzen Inspirationsquellen zusammenfüge. Pinterest ist natürlich extra, manchmal mache ich Screenshots, aber meistens pro Raum mache ich ein Board, sammle da Bilder und dann habe ich ein Trello-Board pro Raum, wo ich sowas sammle wie Bilder aus Zeitschriften, Links
zu Produkten, beziehungsweise mache ich mir dort dann auch Notizen für Ideen, wie ich was mir vorstelle oder DIY-Projektideen und so weiter. Das sammle ich alles auf einem Trello-Board und wirklich Bilder sammle ich dann bei Pinterest. So, und so habe ich alles relativ kompakt zusammen und weiß auch, wo ich dann was finde. Noch ein Tipp zu Pinterest, weil mich auch immer wieder Leute fragen, wie komme ich denn da, also was soll ich denn für Schlagwörter eingeben? Und das ist wirklich ganz interessant, weil man sich da auch hinarbeiten muss. Jemand hatte das geschrieben, als ich über die Trends für 2023 geredet habe, unter dem Schlagwort Modern Organic, hat dann jemand geschrieben, ah cool, jetzt weiß ich, was ich bei Pinterest eingeben muss, um die Bilder, die mich inspirieren für einen Stil, den ich gerne mag, zu finden. Und genauso ist es, wenn ihr irgendwas im Kopf habt, gebt es einfach bei Pinterest ein und dann kriegt ihr Vorschläge, manche passen nicht, aber durch die Bilder, die passen zu dem, was ihr euch vorgestellt habt, und wenn es nicht funktioniert, tippt ihr halt was anderes ein, so, ne? Aber ihr könnt euch so lange vorhangeln, bis ihr in dem passenden Rabbit Hole seid. Ich liebe diese Rabbit Holes, wo mir nur noch das vorgeschlagen wird, was ich richtig geil finde. Und da müsst ihr euch einfach vortasten und einfach mal random, also willkürlich die Sachen eintippen, die ihr denkt, die zu dem passen, was ihr euch vorstellt. Und ich verspreche euch, früher oder später werdet ihr dahin kommen, was ihr sucht. Schritt Nummer 4, wenn ihr dann gefunden habt oder wenn ich, es ist ja eigentlich meine Perspektive, wie ich Räume gestalte, aber es sind natürlich auch gleichzeitig Tipps, die ihr befolgen könnt, nicht müsst, selbstverständlich. Vielleicht habt ihr ganz andere Herangehensweisen. Wenn ich den Stil gefunden habe, das Konzept gefunden habe, in die Richtung gefunden habe, in die ich gehen möchte, mache ich eine Bestandsaufnahme von den Dingen, die ich schon habe. Also Möbel, Deko, Vorhänge, Textilien, alles von den Sachen, die ich schon habe, die ich meine, könnten zu diesem Konzept passen, weil ich nicht natürlich mich blind einfach drauf los neue Sachen kaufen möchte. So, und weil es natürlich immer schöner ist, mit den Sachen zu arbeiten, die man schon hat, weil man A, nichts Neues kaufen muss, kein Geld ausgeben muss und nicht den Hustle hat, die Sachen, die man nicht mehr möchte oder die man dann doppelt hat, loszuwerden. Das heißt, ich gehe erstmal alles durch, was ich so habe und überlege mir dann, was passt jetzt schon so, wie es ist, was möchte oder kann ich so umgestalten, dass es dann passt. Im besten Fall stelle ich dann das alles auch schon so hin, dann weiß ich auch schon, wo was gemacht werden muss und so. Und dann weiß ich auch ganz genau, was mir noch fehlt. So, ich musste jetzt oder ich werde jetzt für oben fürs Wohnzimmer einen neuen Wohnzimmertisch kaufen, weil ich keinen habe. Wie gesagt, ich betone es immer wieder, ich habe nicht grundsätzlich was dagegen neue Sachen anzuschaffen. You do you, auf jeden Fall. Nur, man kann natürlich erstmal gucken, was man schon hat. Und das ist für mich persönlich immer ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Der fünfte Schritt ist dann das Loslegen, nenne ich es mal. Also einfach anfangen einzurichten, zu streichen. On the go werden dann immer noch mehr Ideen freigesetzt. Man weiß dann auch, wenn man den Tisch hat meinetwegen und die Wandlampen noch nicht oder die Deckenlampen noch nicht, kann man sich besser vorstellen, was dann dazu passt und so. Und so editiert man den Raum immer weiter on the go. So mache ich das jedenfalls. Wie gesagt, weil das bei mir nicht so ein Reißbrett-Ding ist oft. Beziehungsweise ich habe natürlich das Konzept im Kopf, aber die Sachen entwickeln sich trotzdem im Prozess noch ein bisschen weiter. Nichtsdestotrotz, klar, sollte das Konzept für den Raum natürlich fertig sein, bevor man anfängt, wild Sachen zu kaufen. Sollte man schon natürlich wissen, was der Stil ist und in welche Richtung man gehen möchte. Ich mache übrigens nicht sowas, es ist nicht, weil ich so eine Special Snowflake bin, sondern einfach, weil ich damit keine Erfahrung habe und es noch nie ausprobiert habe und es bis jetzt auch so immer ganz gut funktioniert hat. Ich mache nicht so ein Materialboard, also so, dass ich irgendwie eine Stoffprobe habe von meinem Vorhang, eine Stoffprobe von dem Sofabezug, von dem, dass ich so, das so nebeneinander anordne oder die Griffe von der Kommode oder so weiter. Das kann man natürlich machen, dann sieht man, dann formt sich das bestimmt auch nochmal schön.
Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr damit gute Erfahrungen gemacht habt, ob ihr das macht, ob ihr es machen werdet, wenn ihr den nächsten Raum gestaltet. Aber das ist natürlich auch ein Tool, was ihr nutzen könnt, eine Möglichkeit. Gerade wenn es um sowas geht wie Vorhänge bestellen, dann könnt ihr euch natürlich vorher ein Stoffmuster bestellen und gucken, ob das dann zum Sofa passt, was ihr schon habt, meinetwegen, oder solche Sachen. Dafür ist es natürlich auch sinnvoll. Das sind so grob die fünf Schritte, die ich so gehe bei der Gestaltung eines Raums. Vielleicht hat es euch geholfen, vielleicht habt ihr noch Anregungen, was man noch machen kann oder wie ihr die Sache angeht. Ich finde es immer ganz nett, wenn wir uns als Community auch austauschen. Vielleicht habt ihr auch Tipps, von denen ich noch nie was gehört habe, die für mich auch sinnvoll wären oder für andere. Schreibt mir das gerne alles in die Kommentare und wir sehen uns dann im Vlog am Sonntag. Vielleicht kann ich euch da ja zu den Räumen, die ich so besprochen habe, auch schon irgendwie was zeigen. Vielleicht haben wir wieder was gebraucht gekauft. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns. Achso, nicht vergessen, Daumen nach oben zu geben, wenn euch dieses Thema interessiert habt und mir zu schreiben, wenn ihr Themenvorschläge habt auch. Tschüss.